Ja, große Erleichterung heute in der Stadt, in eigentlich allen Bereichen der Stadt, wahrscheinlich nicht nur bei den Beschäftigten, weil die letzten Wochen das ja schon gezeigt hat, dass viele gesagt haben, es bricht mir das Herz, wenn dieses Kaufhaus zumacht. Und deswegen ist jetzt die Erleichterung umso größer. Aber wir haben noch zwei weitere Häuser, die wir retten wollen, weil wir auch da sagen, was bei dem Haupthaus geht, könnte auch bei den anderen funktionieren. Ich glaube, es war wichtig, dass wir als Stadt von Anfang an gesagt haben, wir machen einen runden Tisch. Wir holen alle relevanten Akteure zusammen, um ein Bild zu kriegen darüber, wo geht es in den Verhandlungen eigentlich hin und was können wir tun. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen diese drei Häuser erhalten. Wir haben nicht öffentlich darüber gesprochen, dass wir schon eine Nachnutzung wissen, weil wenn man das tut, gibt man ja selber schon auf und dann ist man auch kein ernstzunehmender Verhandlungspartner. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass wir das alle zusammen so gemacht haben. Und jetzt freuen wir uns erstmal, dass das einmal schon geklappt hat und jetzt machen wir dann die anderen zwei Häuser auch noch weiter in der Verhandlung, genau nach diesem Stil.